Wie geht's weiter mit deinem Gegenüber? Was ist da los? Was geht in ihm vor sich, in deine Richtung? Sind da Aktivitäten zu sehen? Will er was? Will er eine Beziehung mit dir? Was geht in deine Richtung, in ihm vor sich? Und da schauen wir jetzt nach. Wir greifen die Energie vom Jetzt und bitten um die Botschaft, die für dich bestimmt ist. Und wenn du sagst, du fühlst dich jetzt hier nicht gerade so wohl oder auch wenn die Legung losgeht, dann so ist es jetzt nicht für dich bestimmt. Dann schalte einfach ab, das ist vollkommen in Ordnung, weil alles kommt immer zur richtigen Zeit und wenn es für dich bestimmt ist, egal wie alt das Video ist, es kommt zu dir, wenn da eine Botschaft für dich ist, die jetzt wichtig für dich ist. Ihr spürt bitte in euren Gegenüber rein, an den ihr jetzt gerade denkt. Und fühlt da auch richtig rein und dann merkt ihr auch, ob das dann für euch diese Legung ist oder nicht. Aber wir sind im Kollektiv, die Kollektivlegung können nicht für jeden so treffen. Personenkarten sind geschlechterneutral. Und ich danke euch von ganzem Herzen, dass es euch gibt. Ein ganz, ganz, ganz liebes Hallo an euch. Fühlt euch ganz lieb und fest umarmt. Und danke für eure lieben Kommentare wieder. Und ich habe da auch mitbekommen, das sind schon einige Energien, was ich auch so mitbekommen, dass da wirklich auch diese Situation so ist. Dann geht er wieder in den Rückzug, dann tut sich wieder nichts, dann war wieder Kontakt, dann ist wieder gar nichts da. Und das ist eine ziemlich, die Energie ist etwas tricky gerade, ne? Also so ein Hin und Her und so durcheinander. Ich merke es auch in den persönlichen Readings, ne? So, und da schauen wir jetzt mal, was denn in deinem Gegenüber vor sich geht, was denn überhaupt los ist. So, und eine Tendenz. Okay. Dann schauen wir mal, was denn da los ist. Naja, gut, okay. Ist ja eigentlich ganz klar, der Rückzug, ne? Ja. Und ich denke mal, dann, wenn einige sagen, ja, klar, gerade wieder im Rückzug, ne? Da ist so dieser Stillstand zu sehen. Der Stillstand und ja, der Eremit auch, wie gesagt, der Rückzug. Hier zieht sich jemand zurück, verliest sich, denkt hier auch nach. Und ja, diese Selbsterkenntnis, aber suchend, also richtig dieses suchende, ziellose, geht in die Isolation, wendet sich von dir ab und das, die Energie ist recht stark, weil die hatten wir jetzt erst, glaube ich, vor ein paar Tagen oder gestern, ich kann es euch nicht mehr ganz, ganz sicher sagen, aber es wird schon sehr stark gezeigt, dass da eine sehr immense Energie hier gerade in diesem Bereich unterwegs ist, was dann den Gegenüber betrifft. Und da der Eremit ist hier schon, ja, Rückzug, definitiv. Und er distanziert sich von dir. Hier sind aber auch der Pessimist. Der Pessimist ist hier gerade so ziemlich aktiv. Und vielleicht ist auch ein bisschen impulsives Verhalten von ihm. Ängste werden gezeigt. Ängste, aber auch diesen Abstand, um zu sich selbst zu kommen, zu sich selbst zu finden. Das ist hier ein ganz großes Thema. Diese Selbstfindung, dieses von außen betrachten, von einer anderen Perspektive es zu betrachten. Ne? Also sich wegnehmen von, also aus dem ganzen Geschehen rausnehmen und von außen betrachten. So. Ja, und dann haben wir noch, also ist, ich muss jetzt ja auch ein bisschen schmunzeln, weil dein Gegenüber schon ein bisschen so dieses Hin und Her. Dieses Hin und Her, aber eben auch diese Willensstärke. Er sieht auch dich sehr willensstark. Aber hier wird der Optimismus schon gegriffen. Den Optimismus, deswegen der Abstand. Ne? Diese Sturheit habe ich hier ein bisschen. Er sieht dich. Du tauchst jetzt hier auch. Wer geht in den Rückzug? Und der Rückzug hat auf jeden Fall mit dir zu tun. Weil er dich schon sieht, dass du sehr viel Hingabe hast. Sehr viel Fürsorge, dieses Mitfühlende. Und vielleicht ist er aber doch auch eine Konkurrentin mit im Spiel oder er sieht dich als Konkurrent. Wer weiß, wir schauen, was hier genau noch gezeigt wird. Auf jeden Fall ist dein Gegenüber hier nochmal sehr unsicher, was dich betrifft. Sehr stark die Unsicherheit und deutlich zu sehen, deswegen der Rückzug.
Ja, also du bist ein großes Thema bei deinem Gegenüber und der Rückzug hat, ich sag mal, ein großer Teil mit dir zu tun. Ja, er sieht dich als sehr selbstbewusst. Selbstbewusstsein und dieses Offenherzige. Und vielleicht durch dieses Offenherzige kommt er nicht ganz damit zurecht, weil du, ich finde hier eine Lösung, ich weiß Bescheid. Na? Alles gar nicht so schlimm. Und du hast mehr so diese Leichtigkeit, die deinem Gegenüber hier fehlt, was ich deutlich sehe. Es kann ja aber schon auch sein, dass hier ein bisschen, ja, Eifersucht mit im Spiel ist. Eifersucht und ja, schauen wir mal hier. Mit dem Konkurrenzkampf, wir gucken jetzt einfach mal, was es hier noch deutlich dann zu sehen gibt und schauen jetzt hier mal nach. Ups. Ach ja, gut. Konkurrenz, Eifersucht haben wir hier auf jeden Fall auch ein familiäres Thema liegen. Familiäres Thema aus der Vergangenheit und das stoppt. Hier ist diese Schwere. Also da sage ich, zwischen eurer Beziehung, also was hier gerade ein Thema bei deinem Gegenüber ist, was da los ist, ist auf jeden Fall ein familiäres Thema. Und dadurch schiebt und zieht sich alles, weil ich hier nämlich auch von außen gezogen wird. Und es hat definitiv mit dir zu tun. Vielleicht wart ihr mal in einer Beziehung gewesen miteinander. Und da gab es immer wieder Einfluss von außen, dass du vielleicht nicht so angenommen wurdest in der Familie. Du bist hier ein Thema. Du bist aber zentraler Mittelpunkt bei deinem Gegenüber. Ja, und hier schon auch die Ängste, diese, da glaubt jemand nicht wirklich dran, ob das hier noch was geben kann. Und da dieses Hin- und Hergerissen. Also so zwischen zwei Stühlen, das ist einmal sein Thema in seinem Umfeld und das bist du. Und er ist aber auf jeden Fall nicht, ich sage nicht, dass er dich komplett anlügt, nein, aber hier ist eine gewisse Unehrlichkeit. Er spricht über seine Ängste auf gar keinen Fall mit dir. Also hier bei dieser Legung, nein. Ne? Da wird über Ängste dir gegenüber nicht gesprochen, weil er dich eben sehr selbstbewusst auch sieht. Du hast es alles im Griff. Hier gibt es irgendwelche Themen oder das, das und das und du sagst, alles klar, machen wir so, so und so. Ne? Und da ist er, fühlt sich da so ein bisschen klein, hat hier sein Thema aus seiner Vergangenheit, kann hier schon weiter zurückgehen. Ne? Gut, Vergangenheit ist auch gestern oder die letzten Minuten, ja, aber hier sehe ich schon eine beständige, also eine längerfristige Vergangenheit. Ne? Ja, da hier. Die Angst. Die Angst, vielleicht sind auch ein paar finanzielle Themen, die dein Gegenüber hat. Traut er sich nicht ganz dir zu sagen und steht nicht komplett dazu. Beruflich haben wir auch ein Thema bei deinem Gegenüber liegen, ja? Also hier rasselt schon ein bisschen was ein. Er macht sich sehr, sehr viele Gedanken und ist eigentlich hier überflutet mit verschiedenen Themen. Und hat Angst, weil deine Zielstrebigkeit ist ein bisschen too much. Ja. Du bist vielleicht so, ja, auf dem, ja, diese Läufer. Du hast vielleicht deine Runden gedreht, du bist in diesem Staffellauf oder irgendwas und du warst jetzt hier oder der Marathonlauf. Du bist jetzt hier schon Runde 3, dein Gegenüber noch Runde 1 und du hast ihn ja schon zweimal überholt. Dein Gegenüber sagt, oh, Matsch, das ist mir zu schnell. Na, ich komme hier nie im Leben hinterher. Weil du sagst, bam, 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 das wird so und so und so gemacht, weil du willst es gleich alles erledigt haben. Dein Gegenüber ist aber hier und sagt so, oh nee, weil hier so dieses, er braucht länger. Dieses ganz, ganz langsam, gemütlich und bloß nichts überhasten, nichts schnell machen, alles immer wegschieben. Wegschieben und da kann man später nochmal drüber nachdenken. Du sagst aber hier, boah, nee, alles klar, so und so. Aber da ist es, versteht er den Gegenüber auch. Wie soll er die zwei Runden, die du ihn schon zweimal überholt hast, der ist Runde 1 und du bist Runde 3, ne? Schon zweimal, wie gesagt, überholt, er sagt, ja, das schaffe ich nie im Leben, das ist mir zu schnell. Und davor hat er Angst. Und da Rückzug, ne? Isolation, die Rückzug, ja,
Stressfaktor komplett hier, dieses Ausgelaugte, der Stress in diesem Rückzug habe ich hier wirklich leider deutlich liegen, der Rückzug. Also, ja, ist aber hier wird schon gezeigt, dass dein Gegenüber wieder aus dem Rückzug rausgeht. Der Rückzug hat dir damit zu tun, weil ihm das alles hier zu schnell geht, weil er in dieser Geschwindigkeit nicht mehr zurechtkommt. Deine 160 km/h und er seine 40 oder 50 km/h, ne? Also von daher ist aber hier auch finanziell Thematiken, kann unter anderem, also mit der Arbeit oder beides zu tun haben, weil es mir genau mittig auch liegt. Denn hier ist schon ziemlich viel Bewegung auch auf der Arbeit. Also hier Stressfaktor pur, dieses Ausgelaugte, er kann nicht mehr. Er weiß selber nicht mehr wirklich, wo er seinen Hintern richtig hinsetzen kann, ob er es überhaupt machen kann, weil er diese Ruhe einfach nicht hat. Und er braucht diesen kompletten Abstand. Er ist sehr, sehr traurig, sehr enttäuscht, auch von sich selbst. Er will aber auch niemanden enttäuschen. Und deswegen, weil er dir aktuell nicht gerecht werden kann, sehe ich auch hier in deine Richtung den Rückzug, in den er oder sie gegangen ist. Weil er sehr stark am Zweifeln ist. Der weiß gerade nicht, wo er eigentlich wirklich hin soll. Er möchte, er will. Jetzt möchte ich aber da noch was drauf haben. Ach, alles ganz easy, ganz entspannt. Weil das wird nämlich abgelöst. Hier diese Zweifel. Dieses immer nicht sich ganz sicher sein, was soll ich, ne? Was eine Zielstrebigkeit sehe ich hier, wird komplett abgelöst. Also da, es ist noch was da, aber er taut wieder komplett auf. Kommt wieder in dieses Erwachen, in diese Lebensfreude, in die Bewegung auch rein. Bewegung in deine Richtung. Denn hier ist wirklich Liebe zu sehen zwischen euch. Wow, absolut. Er macht sich sehr, sehr viele Sorgen um die Liebe. Ist ein ganz großes Thema. Du bist ein ganz großes Thema. Aber er möchte dir gerecht werden, kann dir momentan nicht komplett gerecht werden, dass er dir was geben kann. Und er sieht es so, er sieht es verkrampfter, du siehst es entspannter, ne? Du sagst, du willst weder hier das Finanzielle noch das, ne? Weil du nimmst den Menschen so, wie er ist. Du sagst, du, pass auf, ich habe Verständnis dafür, ich bin für dich da. Ich möchte an deiner Seite sein, möchte dir zur Seite stehen, hinter dir stehen. Dein Gegenüber sieht das ein bisschen verbissener, ne? Hier, ich bin der Mann, ne? So. Und da, ich muss alles im Griff haben, kann es dir aber nicht zeigen. Und vor allem, er hat auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen auch. Die Gedanken sind schon hier deutlich zu sehen, die Liebe zu dir, die Verbindung zu dir. Und er möchte das wieder vertiefen. Er möchte hier wieder in die Entspannungsphase kommen mit dir, in dieses Miteinander und dieses Zueinanderstehen. Ich sag mal hier, wenn wir jetzt hier auf eine feste Beziehung, kann ich dir hier noch nichts sagen. Hier möchte jemand erstmal wieder komplett mit dir in die Verbindung gehen, das alles wieder vertiefen. Diesen Neustart, ja, die Verbindung, die Liebe, die Gefühle, es anders spüren, als es vielleicht mal zwischen euch gewesen ist, ohne irgendwelche Verstrickungen. Gerade jetzt in diesem Tornado, in dem er sich jetzt hier gerade befindet, da möchte er dich nicht komplett mit reinreißen, er möchte dich schützen. Du sagst, du hast die Stärke und sagst, nee, brauche ich gar nicht, ne? Das ist alles überhaupt kein Thema, aber hier sieht es jemand anders. Und der ist nicht so in dieses Multitasking-Denken und Handeln, ne, was ich hier habe. Hier ist mehr so dieses Einmaß und dann abgeschlossen, dann erst das andere. Langsam, ne? Ich habe die langsame Bewegung, aber hier, wenn du die Geduld hast, wenn du sie hast und haben möchtest, wird hier dein Gegenüber auf dich wieder zukommen. Es wird der Kontakt aufgebaut, langsam. Und das langsam wieder vertieft, dieses Checken. Ne? Weil du wirst auch so ein bisschen dein Gegenüber abchecken, weil du es dieses Verhalten von ihm oder von ihr überhaupt nicht kennst. Vor allem vielleicht dieser komplette Cut, dass da gar nichts mehr ist. Und du wirst auch abchecken, was ist da? Und ihr werdet langsam wieder in diese Berührung, die Tuchfühlung gehen. Dieses Miteinander wieder, diese Symbiose bilden, aber wirklich langsam. Aber langsam ist immer besser als schnell. Das ist aber jetzt nur meine Devise. Nur meine eigene. Langsam kommt die Bewegung hier wieder rein. Ein Wandel ist zu sehen. Die komplette Wende. Also dass auch dieser Rückzug, diese Ängste, dass
er oder sie nicht mehr wirklich daran glaubt, wendet sich ja komplett ins Positive, in die Zielstrebigkeit, in die Harmonie zwischen euch beiden. Und da wird auch über die Zweifel gesprochen. Die Zweifel werden abgelegt und das wird das größte Glück zwischen euch beiden gezeigt. Glücksgefühle. Er möchte dich glücklich machen, wie auch du ihn oder sie glücklich machen möchtest. Ich habe das Geschenk, dieses Plötzliche auch dabei. Es kann dann auch mal ganz schnell gehen. Das ist dann so plopp, ne? Und dann seid ihr wieder komplett, da ist der Knoten dann komplett gelöst. Weil so gerade ein bisschen verknotet habe ich das hier zwischen euch beiden liegen. Wird aber wieder gelöst und Glücksgefühle sind hier schon garantiert. Du zweifelst und er zweifelt, aber ihr seid beide, ne? Ihr seid euch hier ziemlich, ziemlich einig. Ihr zweifelt, ob da überhaupt noch überhaupt sich was tun kann. Aber bei deinem Gegenüber sehe ich ein definitives Ja. Braucht hier nur wirklich Zeit. So, dann schauen wir, was wir hier noch bekommen. Ach, ihr Lieben, schaut doch mal. Wir haben die vier der Stäbe. Und vier der Stäbe sagt deutlich die Tendenz, hier wird es wieder zwischen euch beiden komplett in die Lebensfreude gehen, auch von deinem Gegenüber. Weil so wirklich, da kämpft er gerade ein bisschen, arbeitet ziemlich stark dran. Er wird hier auch in die Offenheit dir gegenüber gehen. Und es wird Sicherheit zwischen euch beiden geben, was eure Verbindung betrifft. Ein bisschen aufregend kann es schon zwischendurch noch sein, ja. Weil so diese Klarheit sehe ich noch nicht ganz. Also hier strauchelt es noch ein bisschen in der Klarheit, was ein bisschen Rumgeeiere hier vielleicht auch noch ist oder sein wird in dem Kontakt, auch wenn es wieder diese Annäherung gibt. Aber die wird es geben und es wird hier wieder die Nähe zwischen euch beiden entstehen. Und gemeinsam Unternehmungen sehe ich hier auch. Also hier ganz langsam, dass diese Verbindung stattfindet zwischen euch. Und aber auch die Tiefe wieder zwischen euch. Denn die vier der Stäbe sagt hier auch aus eine feste Beziehung. Und das dieses Zuhause, ihr findet beide das Zuhause, er bei dir, du bei ihm. Und das wird deutlichst gezeigt. Wo es jetzt vielleicht auch noch ein bisschen diese Ängste und dieses Unglücklich, weil dein Gegenüber ist unglücklich. Zwar sagt er vielleicht in seinen eigenen vier Wänden, oh, da ist er glücklich, da geht es ihm gut, aber auch nicht, weil er kann nicht komplett abschalten, weil hier immer wieder die Sehnsucht aufgezeigt wird. Er kann nur gerade nicht wirklich aus sich heraus. Es wird zwischen euch beiden in die Leichtigkeit gehen. Die Leichtigkeit wird deutlich gezeigt. Und einen Neustart wird es geben. Ihr werdet wieder Freude und Spaß miteinander haben, in die Leichtigkeit gehen und einen Neustart. Und die Verbindung zwischen euch, die ist doch auch so fest. Hier ist so viel Neugierde auch zu sehen von euch beiden. Dieses Wiederbegegnen, dieses Beginnen, der Neubeginn. Und es zeigt auch Spontanität. Und es geht in die Unbefangenheit rein. Also, dass dein Gegenüber nicht mehr befangen ist von irgendwas, von Altlasten, wie auch du. Dass ihr euch beide löst von diesen Verstrickungen der Altlasten. Weil bei dir habe ich sie auch schon ein bisschen mitliegen. Weil du vielleicht immer wieder das herholst, was mal zwischen euch war. Und da war vielleicht ein bisschen eine Ängste bei dir auch, ein bisschen die Befürchtung, die Ängste, dass es genauso ist, wie es mal war. Aber das wird bei euch beiden abgelegt. Dann Gespräche. Ich sage immer, reden. Man kann über alles reden. Redet einfach offen und ehrlich miteinander. Und dann kann man sagen, so oder so. Na, aber immer dieses Rumgeeiere, dieses Verheimlichen, nur halbe Sachen sagen, finde ich ganz ehrlich auf Deutsch gesagt, zum Kotzen. So. Ja, jetzt haben wir nochmal die große Arkana, die gezeigt wird. Und hier haben wir das Schicksalsrad. Die Zeit ist reif. Die Zeit hat es aber auch gebraucht. Und es musste jetzt auch sein, dass vielleicht auch ein bisschen Stillstand zwischen euch beiden ist, weil jetzt die Zeit dafür da ist. Denn die Zeit ist da für eine Wende. Für eine komplette Veränderung. Und die ungelösten Problematiken zwischen euch beiden werden hier bewältigt. Und dein Gegenüber kommt mit sich komplett in den Einklang und auch du mit dir und ihr für euch beide. Und das ist ein wunderschönes Zusammenspiel, denn hier geht es raus aus der Ohnmacht, raus aus der Starre und rein in die Wende, in die Veränderung und die Zeit ist jetzt reif. Hier möchte wieder was beginnen, hier möchte was in Schwung kommen, in Anlauf, aber wie gesagt, langsames Wachstum habe ich hier. Aber die Bewegung ist hier aktiv, at work sozusagen, okay? Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zusehen, wünsche euch jetzt noch einen wundervoll schönen Tag und alles, alles, alles Liebe für euch. Tschüss!